So, willkommen wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Together Supreme Commander Forged Aliens. Eigentlich wollten wir gerade spielen, jetzt spielen wir. Wir spielen 3 gegen 3 in der FF Lobby. Dabei ist der Mike und der Daniel von uns und ich, der Tim. Hallöchen, Guten Morgen. Und die Map ist geil, Twin Rivers. Jetzt mal gucken, ob die Pings von den Typen wirklich so krass sind. Was sagt ihr? Jetzt geht, hat sich normalisiert oder nicht? Ein bisschen. Ja, waren so drei. Dann direkt in die Mitte, okay. Naja, ihr macht praktisch den Druck am Boden, ne? Aha. Aha. Soll ich Lufttech 1 machen? Erstmal? Oder soll ich versuchen hochzutecken? Was meint ihr? Hochtecken, ja. Oder ja, Tech 1 kann man auch schon. Ja, aber was? Ich will gar nicht Druck machen, auch mit Tech 1 gleich schon. Na, ja, dann mache ich mit Tech 1 direkt Druck. Direkt ein paar Abfangjäger, ein paar Bomber und erstmal direkt gib ihm. Direkt aufs Maul! So. Oh. Was macht du denn da? Hat sich verklickt? Ja. Ja, geht nicht. Gibt's nicht. Kick ihn! Was ist denn jetzt los? Ja, das waren jetzt gerade zwei fiese Lecks. Wahrscheinlich ist er jemand einfach kurz rausgetappt. Ja. Das kann sein. Besser schnell beenden das Spiel hier. Also. Sportlich gesehen natürlich. Bleiben Sie sportlich. Bleiben Sie sportlich. So, mein Commander baut sich dann hier oben auf. Boah, die Lexe nerven schon so ein bisschen. Au, da oben ist viel Masse, der Daniel. Denkt dran. An den Bergen. Müssen wir uns schnappen. Ja. Können wir tun. Jo, da liegt einiges rum. Da hinten irgendwie sind Abgestürzte. Vor allem generell liegt hier viel Masse. Ja. Auf jeden. Also wie gesagt, ich nehme die beiden Massepunkte und ihr nehmt eure Massepunkte, die hinter euch liegen. Bitte noch. Ja. Angepinkt gerade mal. Kann man mal machen, ne? So, ich sorg mal schnell für Strom, weil ich brauche jetzt ein bisschen Luftverrückner. Auf. Hier hin. Ich könnte auch Lufttransporter zur Verfügung stellen. Dann müsstest du keine bauen. Na gut, R habe ich ja sowieso dann. Kümmere dich mal lieber nur um Tech 1, also quasi das erstmal Hochtech. So, der erste Scouter ist unterwegs. Scout ist immer gut. Ja. Den ersten Spam jetzt gleich. Fertig. So. Ich schick mal 5 Stück los, danach produziere ich. Ja, da kommt schon der erste Transporter links. Wenn du Abwehrjäger hast, kannst du die runterholen. Ja, das schaffst du wahrscheinlich nicht, ne? Hast nicht, aber ich habe etwas, was auch, auch hilft. Oder Bombe halt rüber schicken. Genau. Das ist schon unterwegs.
ein Radar nehmen. Hast du schon ein Radar gebaut, Daniel? Nee, mach ich jetzt, aber... Ich auch eben bauen hier. So, Transport, das ist gleich fertig. So, der ist fertig. Ging über die andere Insel bitte eben kurz rechts. Obwohl ich sehe es ja eigentlich gar nicht, ob da einer getroppt ist oder nicht. Ne, ist keiner gedroppt. Ich glaube, ich droppe mal gleich bei dem hinteren, bei dem blauen, und mache ihn erstmal kaputt. Ich hätte schon Masse auf Deck 2. Ich kann den grauen bearbeiten mit Luft. Transport ist voll. Soll ich mal meine Bomber bei dem blauen, bei dem grauen draufhauen? Auf die. Ich hau, mach den mal den Strom kaputt. Ja. Greif mal an. Und funktioniert das, was ich hier mache? Ja. Also, der eine hat funktioniert auf jeden Fall. Okay. So, ich droppe jetzt mal nach hinten. Ah, Achtung, der hat's gemerkt, glaube ich. Hat er doch nicht gemerkt. Ich glaube nicht, dass er das da sieht. Geht's aber erstmal zu dem Grauen. Da muss ich gleich das aufbauen. So, los geht's. Erste Welle kommt. Mein Typ macht jetzt rein auf Tag 2. Mach mal, das laggt hier. Deswegen schnell beenden hier.
Da ist er natürlich. Ah, der hat schon Deck 2. Ja, ich baller immer wieder alle alles weg. Oh. Da ist der Gelb. Ich gehe zu dem blauen hoch, der blaue ist eigentlich soweit. Erstmal fertig mit der Welt. Der ist fertig mit der Welt. Ja, der hat erstmal Stress, ey. Ja. Der blaue hilft hier auch nicht, ne? Der ist aber gar nicht so weit, um zu helfen überhaupt. Da ist schon Deck 2 Verteidigung. Ich sammle jetzt erstmal kurz meine Bombe und dann fliege ich da mit allen rüber. Auf dem blauen oben. Ja. Mike sagt einfach nur kurz an, wo der ist und dann. Dann machen wir das. Na, jetzt kommt Bomber vom blauen. Hat der Graue da irgendwas stehen oder kann ich da reingehen? Im Rau hat ein, kannst rein, du eigentlich reingehen. Geh doch bei den anderen rein, oder kannst du eigentlich rein, hat der schon aufgehört. Der hat schon Deck 2. Achso. Gut. Oh, da kommt es auch noch zu. Gegenangriff haben wir. Ja, mein Commander und kämpft damit ein bisschen. Kriegst du hin eigentlich, ne? Also. Ja, klar, merkt er euch auch schon gerade selber. Dass nichts gibt. So, ich gehe mal auf Deck 2. Jetzt sieht das weg. Sieht er gar nichts. Ich glaube, da kommen schon Deck 2 Einheiten. Geh drauf. Der hat nicht, der kann nicht viel haben. Der kann wirklich nicht viel haben, Daniel. Oder ist noch der 30, ich weiß es nicht. Wenn du mir sagst, wo ein Commander steht, ja, ich habe hier ja. 20 Tech 1 Bombe. Ich brauch nur eine. Pink doch mal Scout rüber. Du hast ja, mach ich ja. Nein, ich meine einfach nur, wenn er da bei sich da vorne einsieht. Ach jo. Doppen. Doppen. Da ist ein Bomber.
Jo, kriegst Abfangjäger. Da ist einer. Hier. Wo? Ist kann man da frei rüberfliegen? Nein, ich glaube nicht. Ja. Glaub. Ja, scoute mal eben. Vielleicht reingehen gleich. Ja, er hat ja schon Tech 2 Einheiten. Ja, wenn du ganz viel Tech 1 machst, du die weg. Müssen wir halt nur, schick doch mal ein paar ins Lager da rein. Wir haben jetzt eben ein paar Tech 2 Einheiten und dann kannst du losgehen. Ich hole mir mal hier Informationen über den Grauen noch ein bisschen rein. Kann ich viel haben. Nö, den müsst du eigentlich mit einem geschickten Schlag kaputt machen können. Rüste mal kurz meinen Commander mit Touch-Rakete aus. So, der Emil schwärzt sich schwarz. 36 Tech 1 Angriffsbomber fliegen los. Zum Grauen. Grün schwärzt sich der Emil, nicht schwarz. Also, da habe ich dafür einen Schwachsinn. Der kriegt aber ordentlich schon den Dingern, ne? Ja. Auf jeden. Oh, das war da, macht er kaputt, oder? Oh, macht da gar nichts mehr. Boom, der Typ ist kaputt. Und auch meine ganzen scheiß Bomber sind weg, ey. Ist doch nicht schlimm. Geh dann von hinten jetzt bei dem. Ja, ich will auch von hinten. Orangen rein. Gelben. Und so auch von hinten. Aha. Gehen wir beide. Daniel, deine Wünsche, ey. Aber echt, ey. So. Taktisch-Rakete, erste ist fertig. Machen wir mal gucken, ob er Anti gebaut hat. Glaube ich nicht, oder? Ja, hat er nicht. Hat er nicht. Aber was soll ich jetzt gehen? Tech 2, 4 auf Wirtschaft. Zack. 1. Da sammelt einer Tech 2 Kanonenboote. Ja. Ja, natürlich auch. Klar. Weiß der Gelbe? Orange, Moment. Macht der überhaupt? Ist der doof? Schick mal kurz bei den Orangen drüber, bitte. Ob die auch alles kaputt machen, da wo ich drauf schieße. Jo, kann ich ihn machen. Ich glaube, der wird aufgeben, wa?
Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hasse das. Ich drück auf einen Weg. Achso, soll ich den jetzt ja kaputt machen mit meinen ganzen Bombern? Nein, aber ich kann eine Base liegen. Ich bin gespannt, ob ich mit einem Schuss alles kaputt machen kann mit meiner Akku. Ja, wahrscheinlich. Naja, aber ich will trotzdem mal gucken, ob das funktioniert, damit ich das weiß. Deswegen wollen wir einmal kurz rüber. Ja, ich mach das ja auch gerade. Achtung! Ja, echt, guck mal, ein Schuss, alles weg, der hat überhaupt keine Wirtschaft mehr. Mann, wie bescheuert, ey. Oh, ja, vor allem. Verteidigung, der Blaue. Der Blaue, der. Die haben sich zu mir hochgezeckt. Also der eine hat nur Verteidigung gemacht, ich weiß nicht. Der hat doch vielleicht einen gebraucht. Ich schick dir mal. Ja. Meine ganzen Flugzeuge mit. Ja, lebt hier immer noch, ne? Aber er dürfte fast überhaupt keine Masse da haben. Wenn er stehen bleibt, ist er tot. Warum bleiben sie in meine Einheiten denn? Oh. Habt ihr das auch das Problem manchmal? Ja, öfters. Oh, der ist auch tot. Aber immer nur, wenn ich einen Schlein habe, ist es so. Ich hab viel Flak gebaut. Schon überlassen. Der Blaue jetzt auch. Da oben hat er keine Flak gebaut, glaube ich, richtig, oder? Geh mit Einheiten rein, ganz viele. Die sind ja so langsam. Ja, mach ich ja, aber die sind so wieder nicht. Oh. Ja, weil du denen einen Angriffsbefehl gegeben hast und der Angriffsbefehl, wenn du was kaputt machst, dann bleiben die stehen. Nee, mach ich nicht, hab ich nicht. Du laberst mal wieder, echt. Immer nur am Labern. Ja, am Sack. Halt einfach mal die Fresse. Warum bist du so? Wenn die Dinger da kommen, sag Bescheid, die Kanonenboote, dann kann ich da meine Tech 1 Abfanggiga rüber schicken. Ich mache ihm erstmal die Wirtschaft kaputt. Gehe ich da nicht einfach rechts rum? Mach mal das Radar kaputt. Rechts hat er doch nichts. Radar kaputt? Ja. Dann mache ich ihm die Flak kaputt. Ah, die schießen in den Boden, deswegen. Mhm. Falsch gestellt. Jetzt war ein Tech 2 schon da. Hat er aufgegeben? Ja, er hat aufgegeben. Schade, ey. Ich wollte ihn gerade. Och man. Ja, nicht nur auf Tech 3 und hab gerade einen strategischen Bomber kurz vorm Abschluss gehabt. Ja. Bei der Luft. Ja, war ja, cool. Was. Ich würde sagen, das war ein. Was soll man dazu sagen? War gut. Schnelles, erfolgreiches Game von uns. Ja, dann bringst du auch einen Punkt